Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und die Precisely präsentieren kann mit unseren Lösungen in Richtung IT Ops. Und zusammen mit meinem Kollegen werden wir heute diesen Workshop durchführen. Ich würde um die Präsentation bitten. Please Presentation. Presentation, I have to see the presentation, please. Ja, nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Uwe Hofmann. Ich bin Senior Account Executive bei Precisely, zuständig für die Region Dach und Osteuropa. Und ich möchte uns als Precisely heute vielleicht kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Precisely ist heute der Weltmarktführer für Datenintegrität. Unsere Software für die Datenintegrität und die Datenanreicherung sorgen für die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Daten, damit Sie sichere Geschäftsentscheidungen treffen können. Wir haben heute mehr als 12.000 Kunden. 99 der Fortune 100 setzen Precisely Softwarelösungen ein. Wir haben Kunden in mehr als 100 Ländern und in Summe hat die Precisely heute mehr als 2.500 Mitarbeiter. Auf der rechten Seite können Sie ein paar unserer großen Kunden sehen als Beispiele. Und unten rechts, das ist uns auch sehr wichtig, sehen Sie unsere Technologiepartner. Da gehört dazu Splunk, da gehört dazu Databricks, Snowflakes, natürlich die großen Cloud-Provider wie AWS, Azure, Google und so weiter und so fort. Natürlich auch ServiceNow und Kartenprovider. Precisely steht heute für Datenintegrität und Stefan, nächste Folie bitte. Ja, vielen Dank. Unser Credo lautet bessere Daten, bessere Entscheidungen, bessere Ergebnisse. Und unter diesem Credo haben wir unser Portfolio in fünf Säulen aufgebaut im Wesentlichen. Diese fünf Säulen bestehen aus dem Bereich Integrate, aus dem Bereich Verify, aus dem Bereich Locate, aus dem Bereich Enrich und aus dem Bereich Engage. Im Bereich Integrate, über den sprechen wir auch heute im Rahmen dieses Workshops, kümmern wir uns darum, dass die Daten aus verschiedensten Systemen, aus verschiedensten Datenbanken und Lösungen in die zukünftigen Systeme integriert werden können. Da gibt es einmal die Produktpalette Connect. Da geht es tatsächlich um Produktivdaten, die dann zum Beispiel in eine Cloud-Lösung gebracht werden können, in ein Data Lake, um dort weiter bearbeitet werden zu können, analysiert werden zu können, korreliert werden zu können, etc. Im Bereich Precisely Iron Stream, um den es auch heute schwerpunktmäßig geht, haben wir Lösungen, um das ganze Thema der Systemseite, und zwar speziell aus den Legacy-Systemen, also aus den Systemen IBM Mainframe, in moderne Cloud-Plattformen zu bringen und dort entsprechend weiterzuverarbeiten, zum Beispiel im Bereich IT-Ops, im Bereich IT-Security und so weiter und so fort. Dann gehören hier noch zwei Produktpaletten dazu, die einmal den Bereich Azure umfassen. Das ist das Thema Security, speziell auf der Plattform IBM i und der Bereich SyncSort. Da geht es um Optimierungen im Bereich Mainframe. Im Verify-Bereich geht es im Wesentlichen um Data Governance. Da geht es um Data Quality, Data Catalog, und Data Maintenance. Und im Bereich Locate reichern wir diese Daten mit Location-Informationen an. Da gehört Geolokation dazu. Zum Beispiel kennen Sie alle MapInfo. Ist sicherlich ein Produkt, das weltweit bekannt ist. Dann gehören dazu Produkte, die Geokodierung machen. Da gehören Produkte dazu, die Mapping machen, die entsprechende Informationen machen, um Adressen richtig zu qualifizieren und zu identifizieren. Dann kommt der Bereich Enrich dazu. Im Enrich-Bereich reichern wir Ihre Daten an, zum Beispiel um Informationen aus der Demografie, zum Beispiel um Landesgrenzen, zum Beispiel um Points of Interest, wenn es um Themen geht, wo Sie zum Beispiel sagen, wo sind die Ballungsgebiete, wo ist die größte Kaufkraft entsprechend diesem Thema. Und das Thema Addresses und Demographics unterstützt dieses Thema. Der Bereich Engage ist ein Bereich, da geht es tatsächlich um das Thema Customer Experience.
Da geht es darum, was sieht der Customer auf dem Schirm? Wie bedient er die Oberfläche? Welche Informationen sind für ihn wichtig? Wenn Self-Service-Portale erforderlich sind, welche Informationen werden da dem Kunden zur Verfügung gestellt? Und wie wird auch der Customer Success an der Stelle entsprechend gemessen? Heute konzentrieren wir uns im Wesentlichen auf diese ganz linke Säule, auf den Bereich Integrate. Und dort auf den zweiten Punkt, das ist der Bereich Precisely Iron Stream. Da geht es um die Integration von Log-Informationen aus Legacy-Systemen in moderne Plattformen wie zum Beispiel Splunk oder wie zum Beispiel ServiceNow. Damit Sie da ein bisschen mehr drüber sehen können und um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, habe ich meinen Kollegen Stefan Leise dabei, der Ihnen das jetzt entsprechend vorstellen wird. Ich übergebe das jetzt gerne an den Stefan. Stefan, please take over. Ja, vielen Dank. Ja, wie Herr Hoffmann schon gesagt hatte, möchte ich Ihnen ein bisschen im Detail beizubringen, wie die Mainframe IBMI und Z-Plattform in IT-Analyseplattform im Prinzip verbunden werden können. Wir wollen aber damit anfangen, mal zu schauen, wie sieht es denn mit Mainframe IBMI heute aus? Es gibt vielleicht einige von Ihnen, die haben vielleicht noch nie davon gehört oder wissen, dass diese Systeme existieren, aber sagen, naja, das ist irgendwas altes Blech. Da passiert eh nicht mehr mit viel. Das ist nicht wahr. Also diese Maschinen sind also ganz moderne Server und das sind auch keine mehr, die riesig groß Platz brauchen, sondern immer kleiner werden, wie es natürlich in der IT oder ich sag mal in der Computer generell so ist und brauchen auch immer weniger Energie. Das Interessante ist, dass die eben auch ein gutes Verhältnis haben zum Verarbeiten und der Kosten und insbesondere auch, was die Zuverlässigkeit betrifft. Wir sagen hier 7 mal 9, diese Systeme bringen. Wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel ein Mainframe macht, da gibt es also Systeme, die bis zu 19 Milliarden Transaktionen pro Tag machen. Das sind 220 Millionen pro Sekunde. Oder zum Beispiel gewisse Container. Also ein System, zum Beispiel ein Modell Z15, schafft 2,4 Millionen Container. Und dann ist es so, dass auch, vielleicht haben Sie davon gehört, ein Power 10-Prozessor rausgekommen ist, der insbesondere für IBMI wichtig ist und der eben auch grüne Zertifikate hat, das heißt also wirklich energiesparend ist und natürlich auch wieder eine neue, verbesserte Verarbeitungsleistung bringt. Interessant ist, dass von den Fortune 500, also die Liste der größten Unternehmen in den USA, 71% Mainframe und IBM einsetzen. Und zwar mit Linux, moderne im Prinzip Entwicklungssprachen, Webtechnologien, sogar Blockchain wird da drauf gemacht und die Sicherheit natürlich absolut auf dem letzten Level. Diese ganzen Systeme sind multifunktional, also sind cloudfähig, haben wie gesagt Container, die da drauf laufen können, Webtechnologien und sind absolut skalierbar, da es eben ganz kleine Modelle gibt bis hin zu ganz großen und können dementsprechend auch alle Applikationen darauf fahren. Interessant ist zu wissen, das ist im Prinzip hier von einer Umfrage, die gemacht worden ist, dass 90% aller Kreditkartentransaktionen weltweit über IBM Mainframe laufen. Das heißt also, die wichtigsten Daten der Welt werden von einem Mainframe verarbeitet. Und 68% des Geschäftsvolumens wird zum Beispiel auch über Mainframe abgewickelt. Das ist nicht bekannt, weil die Systeme halt irgendwo im Backoffice laufen und das auch nur bei 6% der Kosten. Also man kann sagen, das Ganze ist eben Mission Critical, wie man sagt, nach wie vor gefragt und es spielt eben eine wichtige Rolle bei, ich sag mal, den Unternehmen. Jetzt haben wir natürlich dann auch natürlich gewisse hochentwickelte IT-Analyse-Tools, da wo wir in diesem Bereich uns bewegen, für Verwaltung von diesen verteilten Systemen und so weiter. Das ist für Betriebsanalyse und Management, um zum Beispiel halt gewissen IT-Zustand zu überprüfen, ob SLAs da sind, Serviceverfügbarkeit. Das bezieht sich dann zum Beispiel auf Kapazität, Leistung, gewisse Protokolldateien, aber auch eine Konfigurationsverwaltung wird da mitgefahren. Dann auch natürlich ein Änderungsmanagement oder eben gewisse Verwaltung von Ereignissen. Wenn es um Sicherheit geht, das heißt, wenn wir also gewisse Vorschriften einhalten müssen, die eben, wie gesagt, in der Branche sind, bei zum Beispiel Banken oder natürlich auch Vorschriften, die aus gewissen Regularien kommen,
dann muss man natürlich auch schauen, dass es eben eine gewisse Bedrohung gibt, die intern-extern passiert, dass man die erkennt und verhindert, dass man eben gewisse Sicherheitsereignisse darüber Berichte bekommt und dass man natürlich besonders eben Benutzer, die privilegiert sind, diese zu überwachen. Ganz klar natürlich, wenn irgendein Audit passiert, dass man da natürlich diese besteht. Und diese IT-Analyse-Tools, die Sie wahrscheinlich kennen und heute mitarbeiten, die gibt es, aber natürlich ist es ganz klar, dass es im Grunde genommen daran fehlt, dass es irgendeine native Anbindung gibt an Mainframe und IBMI. Das heißt also, wir sehen, dass es halt hier die bekannten Plattformen gibt, wie Elastic, Kafka, Splunk, ServiceNow, Microsoft oder eben einige andere, die, wie gesagt, jetzt schon aus diesen verteilten und Cloud-Umgebungen diese Daten holen. Und die IBMI und wie gesagt, Mainframe ist halt außen vor. Jetzt ist es natürlich klar, es gibt gewisse Herausforderungen, die ich natürlich bewältigen muss, wenn ich diese Integration durchführe. Es gibt natürlich dann verschiedene Datenquellen. Insbesondere beim Mainframe ist es das SMF oder Syslog, das ist ganz klar, das hat eigentlich jede Plattform. Dann Log4j, Web- und Anwendungsprotokolle, dann RMF, RACF, das sind bestimmte Sachen, die Sie vielleicht, wenn Sie mit Mainframe arbeiten, kennen. Und natürlich auch USS-Dateien und Standarddatensätze. Bei der IBMI ist es eben so Q-Audit-Journal, Q-History, Nachrichtenwarteschlank, Datenbank und so weiter und so fort. Dann sind natürlich da extreme Datenmengen. Ja? Also da gibt es zum Beispiel, dass Millionen täglich erzeugte Protokolldatensätze sind. Ja? Also das heißt, wir reden hier von 9,7 Terabyte durchschnittlich, was ein Mainframe im Prinzip erzeugt. Und man muss natürlich gucken, dass man da einen rechtzeitigen Einblick bekommt. Das heißt also, dass man nicht ein Offload macht und dann am nächsten Tag, sondern sofort das bekommt. Realtime ist das Stichwort. Typisch ist es natürlich, dass man heute vielleicht FTP einsetzt, ja, mit dem Upload, Download, aber da kann man nicht genau festlegen, was damit ist. Dann gibt es natürlich gewisse Maschinendatenformate. Wie gesagt, SMF ist das Stichwort mit diesen speziellen Kopfzeilen, Produktabschnitten, Datenabschnitten und natürlich gewisse variable Länge. AppStick ist natürlich das Datenformat oder das, was eingesetzt wird im Mainframe, das wird nicht unbedingt erkannt. Das ist speziell eben in diesem Bereich. Und natürlich dann gibt es binäre Marker und Felder. Auf der IBMI ist es halt ähnlich. Dort gibt es komplexe Datenstrukturen mit gewissen Journalen und Eintragen, Kopfzeilen, gewissen Datenabschnitten, variable Länge, Selbstbeschreibung. Und das Ganze muss man natürlich verstehen. Die Journale selber werden in IBM DB2 gespeichert. Da gibt es auch zum Beispiel so ein Performance Collection Services, den man abfragen kann. Und natürlich auch, ich brauche diese Informationen in brauchbare Formate. Gilt natürlich auch für Mainframe in JSON, Syslog, CF und so weiter. Das muss konvertiert werden. Ja, und das Ganze im Grunde genommen eigentlich kann ich dann mit IronStream lösen. Das heißt, IronStream selber verbindet im Grunde genommen dann diese modernen IT-Analyseplattformen mit dem Mainframe und der IBMI, sodass ich dann eigentlich eine 360-Grad-Ansicht auf das Unternehmen habe. Schauen wir uns also mal ein bisschen an, wie es denn im Detail aussieht, was wir denn da machen können. Also für den Betrieb von Sicherheitsanalysen, ganz klar ITOR und SIEM, also Überwachung des Betriebsstatus und IT-Infrastruktur. Dann natürlich Ressourcenauslastung und Verfügbarkeit. Dann dieses MITTR, also Verkürzung der durchschnittlichen Zeit zur Identifizierung, Behebung von Fehlern. Service Level Agreements, dass die eingehalten werden. Sicherheitsbedrohungen klar erkennen und verhindern. Und natürlich, wenn es Sicherheitsereignisse gibt, darüber Berichte zu erstellen. Auch wie gesagt, die Aktivitäten der privilegierten Benutzer, die mit den hohen Berechtigungen, muss ich natürlich überwachen. Und ganz klar auch hier wieder, dass ich eben Sicherheits- und gewisse Verfahren einhalte, wie zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung in Deutschland. Hier sieht man gewisse Beispiel-Dashboards, die jetzt eher auf Splunk sind, aber die genauso gut ähnlich im Elastics oder in anderen Plattformen aussehen könnten. Ja, da sieht man, wie gesagt, in der Sicherheit fehlgeschlagene Autorisierung, wenn sich jemand falsch angemeldet hat oder ein Anwendungsprofil wurde geändert, Systemwerte geändert oder irgendein Benutzer, der gewisse Aktivitäten durchführt. Auch die Überwachung der Kapazität vom Betrieb her.
Ganz klar, wie viel CPU-Auslastung habe ich? Was wird erstellt an gewissen Objekten? Was wird gelöscht? Die Festplatte, ist sie voll? Wie weit wird sie im Prinzip vom I/O belastet? Dann der Job selber, wie lange dauert der? Oder wenn ich eine lokale Partition habe, ELPA hier im IBM-i oder Mainframe-Bereich. Und natürlich, was gibt es für Ereignisse irgendwo, wir nennen das Nachrichtenwarteschlange, ja? Und die Systemleistung im Allgemeinen. Und dann gibt es natürlich gewisse Anwendungsdaten. Als Beispiel könnte man sagen, eine Mitarbeiterdatenbank. Sind die Leute da? Sind sie nicht da? Wann sind sie gekommen und wann gehen sie? Des Weiteren haben wir natürlich auch ein IronStream fürs Betriebsmanagement. Ja? Das heißt im Grunde genommen hier das Erkennen von Konfigurationselementen, also CI, oder das Aufbauen dieser Datenbank von einer CMDB. Das Ganze natürlich in Verbindung mit ServiceNow, ja? Liefert dann einen Überblick über die gesamte Infrastruktur. Und im Prinzip kann ich so natürlich gewisse Entscheidungen treffen. Das heißt, dass ich schneller im Grunde genommen und erkenne, was im Prinzip für Ressourcen auf der IBM-i da sind, ob diese Ressourcen gestartet sind und natürlich die Beziehungen untereinander. Das heißt, dieser ganze Prozess im Grunde genommen ist automatisiert und ich habe natürlich dann im Prinzip eine Aufzeichnungsquelle, die mehr akkurat ist. Dann gibt es ein Beziehungsmapping, also welche im Prinzip CIs zusammengehören und das Ganze natürlich ordnen. Das würde so aussehen, wir haben das IronStream für ServiceNow Discovery. In der IBM-i-Umgebung gibt es gewisse Dinge, die ich dann abfragen kann. ASPs sind wie gesagt gewisse Platten, Speicher, Hauptspeicher, dann die einzelnen Partitionen, CPU, Netzwerk, installierte Software, Systemwerte, Aufträge, Ausgabewarteschlangen und so weiter und so fort. Bis hin zu Bibliotheken, das sind wie gesagt gewisse Folder, kann man sagen, und Programmobjekte. Im Mainframe habe ich natürlich gewisse andere Dinge, die aber sehr ähnlich sind. Dort, wie gesagt, DB2, DDF, DSG, Datenbanken, auch Tabellenbereiche, Konfigurationsdaten, abgeschlossene Aufträge, auch den Plattenspeicher und Speichergruppen, dann im Bereich SIGs und IMS, gewisse Regionen, Transaktionen, Programme und so weiter. Auch MQ ist wichtig, hier Manager, Kanäle, Warteschlangen und dann eben, wie gesagt, natürlich Hauptspeicher, CPU selber, Netzwerkkonnektivität und was im Prinzip auf diesem Mainframe installiert ist. Dann haben wir, wie gesagt, das IronStream für Betriebsmanagement, also Eventmanagement, sagt man dazu. Ja? Das heißt also hier eine hochentwickelte Software, um, wie gesagt, Ereignisse im Prinzip zu sehen, wo ich proaktiv natürlich dann gewisse Unternehmensentscheidungen treffen kann. Das ist dann, wie gesagt, im Bereich ServiceNow und Microsoft, wo ich dann den Status überwachen kann von den IBM-Systemen, wo ich gewisse Dinge analysieren kann und dann im Prinzip ein Problem zu ermitteln. Das heißt, ich kann hier, wie gesagt, priorisieren und diese Ereignisse dann filtern. Und das wäre zum Beispiel, um es kurz drauf zu gehen, für ServiceNow für Eventmanagement in der IBM-i-Umgebung, sind es, wie gesagt, 175 Dinge, die eben, was hier aufgelistet ist, wo ich sehen kann, was im Prinzip es für ein Event gibt. Und natürlich im Mainframe selber auch in alle diesen Bereichen kann ich das abfragen und kann dort im Prinzip ein Event dann analysieren und dann mit ServiceNow verbinden. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen tiefer jetzt an. Später sehen wir auch noch ein Kundenbeispiel für IronStream mit Splunk, was aber auch für Elastic und Kafka gilt. Wie sieht die Integration aus? Also auf der IBM-i, wo wir uns darauf fokussieren, wird also ein Agent installiert, der also ganz klein ist, wenige Ressourcen braucht, damit im Grunde genommen natürlich das System sehr wenig belastet wird. Ja? Dann habe ich hier natürlich eine Konfiguration, das heißt also, es wird nur das rübergesendet zu dem Collector, was ich diesem Agent sage. Das heißt also, es wird eine erweiterte Filterung durchgeführt. Der Collector selber ist ein Prozess, der auf Windows, Linux oder Linux auf Power-PC laufen kann. In dem Kundenbeispiel, was wir hatten, wir haben im POC mit Windows gestartet, sind aber dann zu Linux übergegangen, weil das einfach stabiler ist und mehr, ich sag mal, besser verwaltbar ist. Dort läuft dann halt der Splunk Forwarder drauf, ein Indexer und das Ganze wird eigentlich dann zu Splunk gesendet. Und selbstverständlich natürlich auch die Sicherheit, das heißt IP-Verbindung, aber ich kann das Ganze natürlich auch SSL, TLS und so weiter absichern.
Und falls irgendwo die Verbindung verloren geht, werden diese Daten natürlich gepuffert. Was kann ich im Grunde genommen eigentlich rübersenden? Also ich habe gewisse Nachrichtenwarteschlangen, QSIS OPA, wenn das ein Begriff ist für die IBM-i-Leute. Das ist ähnlich wie Syslog oder Windows-Ereignisprotokolle. Das sind gewisse Ergebnisdaten, Betriebssystem, Hardware-Anwendung und so weiter. Dann haben wir das History-Log, QHST. Das heißt also hier Nachrichten, die erfasst werden aus dem System-Log, die zum Beispiel dann eben nicht in diesen Nachrichtenwarteschlangen halt landen. Und dann eben ein systemweites Auditing, das ist das Q-Audit-Journal, wo im Grunde genommen aufgezeichnet wird, insbesondere im Sicherheitsbereich, was auf dem System passiert. Ja? Hier kann ich natürlich auch ein Auditing machen für spezielle Objekte, also zum Beispiel für Dateien, also DB2-Objekte. Oder ich kann ein Auditing machen für bestimmte Benutzer, meistens natürlich die, die irgendwo hohe Berechtigungen haben. Dann natürlich ganz klar Daten zur Systemleistung. Also wir nennen das Performance Collection, ja? Das heißt, die Leistungsdaten eben auf Systemebene, aber eben auch, ich kann sehr granular reingehen und die Leistungsdaten in diesem Collection Service für jeden Job im Detail halt aufzeichnen und diese Informationen bekommen. Und dann habe ich natürlich auch gewisses Anwendungsjournal, also gewisse Ereignisse, ja? Das heißt also Änderungen, die zum Beispiel in Datenbank passieren. Ja? Das heißt, jegliche Sachen, wie war vorher im Prinzip der Wert in der Datenbank und wie sieht er nachher aus? Ja? Und ich kann mit diesen Werten natürlich auch dann das nehmen und eine gewisse Korrelation machen im Splunk und sagen, was ist passiert in dieser Anwendung. Und zum Schluss natürlich auch, was in der IBM i etwas weniger ist, es ist mehr im Mainframe, das ist ein sogenanntes Job Accounting. Das heißt also hier Informationen von ja, Auftragsinformationen, Verarbeitungszeit, Transaktion bezogen auf einen einzelnen Benutzer. Wie lange war er im System, was hat er gemacht? Und da kann ich gewisse Datenbanken im Grunde genommen kreieren. Ja, wir haben dann ein POC durchgeführt. Hier möchte ich ganz kurz auf ein Kundenbeispiel eingehen. Das haben wir zusammen mit der Firma Amazon gemacht. Die kann natürlich sehr detailliert dazu noch Auskunft geben. Das war ein größeres Projekt, aber ich sag mal, in dem kleinen Teil selber ist das, wo wir mit reingekommen sind. Das heißt, hier haben wir unser IronStream eingebracht, weil der Kunde, wie gesagt, mehrere IBMi hat mit verschiedenen L-Paths. Und um das natürlich in Richtung Splunk zu bringen, haben wir das IronStream eingesetzt. Das Ganze ist über ein Konfigurationstool webbasiert machbar. Das heißt, hier werden die Systeme angegeben, hier wird definiert, was ich im Grunde genommen eigentlich aus der IBMi brauche, um dann im Grunde genommen es dann in Richtung Splunk zu schicken. Das heißt also, man sieht hier unten, das ist ein Screenshot, wo ein Auslieferungsprozess gezeigt wurde, wo dann eben aus der IBMi zum Beispiel CPU, Plattenspeicher, Hauptspeicherauslastung aus der Performance Collection genommen wurde und dann hier dargestellt wurde. Das heißt, die Firma Amazon hat dieses Dashboard gebaut und sehr schön im Prinzip hier grafisch dargestellt. Wir haben aber auch, wie gesagt, ganz wichtig aus dem Q-History Jobstart- und Endeinformationen. Also hier gab es auch Dinge, wo wir das anpassen mussten von der Performance, weil für den Kunden das ganz wichtig war zu sehen, wann im Grunde gab es einen Job, der gestartet hat und geendet hat für die Nachtverarbeitung oder im Prinzip für andere Dashboards, um zu sehen, wie lange hat der Job gebraucht, ist er überhaupt beendet und so weiter. Und dann noch zusätzlich wurde die Datenbank journalisiert, beziehungsweise war noch journalisiert, um da eigentlich spezifische Felder aus gewissen Dateien aus der Anwendung zu nehmen und dann dieses auch in dieses Dashboard zu bringen. Ja, damit sind wir dann eigentlich bei den letzten 5 Minuten angelangt, für Sie, um Fragen zu stellen und ich Ihnen gerne dann Antworten zu bringen. Ja, eine Frage habe ich jetzt gerade gesehen, die reingekommen ist. Kann man diese Lösung denn irgendwo sehen? Ja, natürlich. Also wir haben die Möglichkeit natürlich eine Demo durchzuführen in diesem Bereich.
damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sieht es aus, was ist machbar. Aber nicht nur sehen. Ich sagte ja vorhin, wir haben mit Porter und Amazon zusammen ein POC durchgeführt. Das heißt also, eine Testlizenz wurde installiert auf einem System und dann wurde im Grunde genommen erstmal gezeigt, okay, was kann man denn damit machen? Denn ganz klar, der Kunde wollte eigentlich so ein Look und Feel haben. Und dann hat man ganz schnell gesehen, das ist es. Ja, also ich brauche diesen Connector dazwischen oder einige sagen auch diesen Forwarder für Splunk. Und dann wurde das im Grunde genommen eigentlich produktiv eingesetzt. Falls keine weiteren Fragen da sind, dann möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Nutzen Sie die Chance, gehen Sie mit uns in Kontakt. Wir stehen zur Verfügung, der Stefan Leise und ich und auch die Kollegen. Wenn es irgendwelche Informationen gibt, die Sie benötigen, finden Sie die an unserem Stand, an unserem virtuellen Stand. Da können Sie sich die Informationen herunterladen. Auch die Amazon steht natürlich jederzeit sehr gerne zur Verfügung als unser Partner. Und kann Ihnen natürlich auch in der Tiefe so ein bisschen mehr in dieses Thema IT-Ops-Beispiel Porta Informationen geben, auch wenn es in Richtung der entsprechend dargestellten Splunk-Dashboards geht. Ich denke, wenn Sie IBMI oder Mainframe einsetzen, dann bieten sich unsere Lösungen einfach an, damit Sie diese 360-Grad-Sicht auf Ihre Systeme, auch auf die Legacy-Systeme erweitern können. Und dadurch eben auch den gesamten Betriebsbereich zu 100% erfassen können und entsprechend reagieren können. Das ist, glaube ich, so als Fazit an der Stelle zu nennen. Stefan, hast du noch irgendwas hinzuzufügen an der Stelle? Nein, wie gesagt, wir können natürlich auch direkt kontaktiert werden. Die E-Mail-Adressen stehen hier. Selbstverständlich. Und ich denke, dass auch im BizOps-Forum selber die Präsentation dann zum Schluss downloadbar ist, sodass Sie das sich Genau. nochmal angucken können. Okay, dann bedanken wir uns recht herzlich und sehen uns bei nächster Gelegenheit. Herzlichen Dank.